Okay. Okay, ich kann jetzt schon 4 Leute unterrichten, also ist auf jeden Fall gut gewesen, dass ich da noch Dimitri hier das Teil gegeben habe. Ja, und da gehen wir mal weiter auf die Lanze erstmal. So, und dann weiter bei... gehen wir noch Schwert. Weiter bei Sylvain. Fliegen vielleicht auch gleich so ein bisschen... ein bisschen pushen. Und der Rest, ja. Macht hier einen guten Job auf jeden Fall, der gute Sylvain. Das war ziemlich gut. So, ernährt. Ja genau, da geht's gleich weiter. Ja, Heilung. Sehr schön. Je mehr Heiler ich habe, umso besser. Und dann noch... ja, nehmen wir Vernunft mal. Da müsste sie jetzt ja wahrscheinlich sehr bald den Windschnitt lernen. Nehmen wir auch Yuri mal mit dazu. Nosferatu. Kann auch nicht schaden. Und hier auch einmal da drauf. Okay, das war's. Die Gruppenaufgabe lasse ich auch erstmal so. Ziele. Da glaube ich, kann ich auch einfach mal alles so weitermachen lassen fürs Erste. Und jetzt ist halt die entscheidende Frage. Die Frage richtig beantworten. Unterrichtsstunden, Autorität oder Vernunft sind so anstrengend, dass ich am Ende unglaublich hungrig bin. Aber wenn ich mit vollem Magen die Vorlesung besuchen würde, wäre ich müde. Du solltest eine Kleinigkeit zum Essen dabei haben. Wenn du müde bist, solltest du nachgeben und schlafen. Gib dein Bestes, um dich zu konzentrieren. Das ist das Logischste. Es gibt so viele Punkte, holy... Diese Fragen sind extrem wichtig. Oh, fuck. Schwert und Autorität. Ja, stimmt, Autorität braucht er dann auch. Und da das Schwert jetzt schon einmal aufgestiegen ist, ist, denke ich mal, nicht schlecht. Anna hat Geburtstag. Nee, weil da gibt es eh keinen Support. Warum sollte ich dann Blumen kaufen? Lawrence hat Geburtstag. Da lohnt sich wiederum wieder schon, weil ich brauche seine Sidequest. I'm with Ingrid. Stop. Hey, we did pretty... You're a glib. It's all... Okay. Na, hat Ash schon eine Axt ausgerüstet? Ich hoffe mal schon. Wenn ich dann... erledige ich das auch gleich und... Ja, Ernährt hat jetzt den Windschnitt. Den können wir gebrauchen. Okay, wie machen wir weiter? Was ist das Schlauste? Stimmt. Examen. Ach, Anna, dankeschön. Das Schlauste wird es eigentlich jetzt sein, nochmal das Seminar zu machen. Wie schaut es jetzt aktuell mit der Motivation aus? Mercedes ist... das ist voll. Annette ist auf Hälfte. Ash ist auf Hälfte. Also irgendwas machen, wo zum Beispiel Ash und Annette mit dabei sind. Dann mache ich jetzt Seminar und dann in der nächsten Woche den Kampf. So, das ist jetzt der Plan. Anna kann auch Unterricht geben, krass. Okay, nur einen von beiden geht. Also ich möchte auf jeden Fall nicht Olga den Unterricht leiten lassen, weil sie braucht halt eben auch die Erfahrung auf den verschiedenen Waffen. Lanze könnte aber ganz praktisch sein. Nochmal Vernunft eigentlich. Warum ist da dann Annette nicht mit dabei? Das verstehe ich nicht ganz. Gut, glaube ist, glaube ich, nicht verkehrt. Eine von den dreien. Und Autorität auch nicht schlecht ist. Ich glaube, ich lasse mal, mal das Training mit Sedef. Gut, da sind es alle zumindest mal auf Hälfte Motivation. Und gleich weiter mit dem Unterricht. Es nimmt einfach kein Ende.
So, und bei Mercedes, da gehen wir weiter da drauf. Weil da müsste jetzt sehr, sehr bald Purgativ kommen. Halt am Ende der Woche hat es dann wahrscheinlich. Constance Happy. Ich weiß halt nicht, ob ich bei denen... Wo ich habe gerade bei Yuri habe ich auch Unterricht gegeben. Ach, vorzugsweise erstmal alle anderen. Annette macht jetzt vielleicht nicht so viel Sinn. Aber Dimitri, dann machen wir mal weiter. Er müsste halt auch noch die Axt lernen. Aber ist halt auch die Frage, ich muss halt schauen, dass ich die auch durch die Klassen durchbekomme. Aber Bandit möchte ich dann schon bei einigen machen. Und bei Sylvain. Ja, machen wir auch mal. Yeah! Wow. Da gab es gerade einen Follow. Der Metzger folgt mir. Dankeschön. Wunderschönen guten Abend. Dankeschön. Fuck, ich hab das gar nicht hier eingerichtet. Das ist alles auf den anderen Szenen. Ha, goddammit. Gott sei Dank habe ich das gerade gehört, weil das hat es jetzt nicht angezeigt. Aber auf jeden Fall danke für den Follow. Sehr, sehr nett von dir. Ich hoffe, inzwischen geht es ein bisschen besser. Würde ich mir wünschen, zumindest. Gut, wir trainieren nur Vernunft, um Hexe zu werden. Nee, bleibt nochmal auf den gesplitteten. Jawohl, dann geht's jetzt ein bisschen Battle-Action. Okay. Ja, geht so. Ja. Klingt nicht so überzeugt. Okay, Progressiv haben wir auch gelernt. Hoffe, das geht schnell wieder weg. Ja, hoffe ich auch, auf jeden Fall. Kannst du schon sagen, wann es irgendwie wieder soweit okay ist, dass du wieder die Arbeit aufnehmen kannst? Oder natürlich kurier dich aus, ne? Also, ich möchte dich auf jeden Fall nicht drängen, aber halt nur Interesse halber. Okay, machen wir das mit der geheimen Liste? Ja, machen wir das so. Ugh. So. Schauen wir mal, wie das läuft. Geheime... Aber das ist dann, glaube ich, ein ziemlicher Standardkampf. Ja, wird sich zeigen, ja. Einfach abwarten, gut auskurieren und dann wieder Fisch ans Werk, würde ich sagen. Okay. Ach ja, mal... Hier wieder alles einrichten. Oh, Dimitri braucht definitiv jetzt die neue Lanze. Das mache ich sofort, bevor ich es vergesse. Nee, die Lanze. Eisenlanze, hier. Is that the one? Ich weiß es nicht, Anna. Is that the one? Sag du es mir doch. Da auch mein frisches Heilmittel. Bin aber wieder raus, hab das gerade nur auf Twitter gesehen, dachte ich, folg mal. Wir sehen uns. Ja, danke schön, dass du reingeschaut hast und noch gute Besserung auf jeden Fall und einen schönen Abend. So, hier wieder alles korrigieren. Überall mal die neuen Heilmittel rein. Ah, genau, hier, da war auch noch komplett aufgebraucht. So, und ich glaube, ich mache das jetzt schnell, weil das fuckt mich gerade etwas an. Es ist eigentlich da. Der Sound kam ja sogar, aber habe ich dann nur übersehen, dass es nicht gekommen ist, also der Alert oder was ist da passiert? Also im Prinzip ist es eingeblendet und auch nicht geblendet, oder? Ne, müsste zu sehen sein, normalerweise. Ja, Dimitri kriegt auch mal noch ein neues Heilmittel. Bevor hier schlimmere Sachen passieren. Ach, Ash hat noch keine Axt. Das müssen wir gleich mal korrigieren. So, hier mal eine Axt rein. Ansonsten noch weitere Waffen. Oh, der Du braucht noch auch... Ne, kommt es mal so. Einmal Heilmittel. Eisenlanze, bla bla bla. Ja, das schaut gut aus. Soweit. Das ist auch okay. Das ist okay. Da ist auch an Waffen eigentlich alles dabei. Ich weiß nicht, wo er den Miniaturbogen her hat.
Aber den soll er dann durch weiter benutzen. Kann nicht schaden. Eisenaxt, Eisenlanze, alles da. Da ist auch alles da. Ja, ich kann Yuri und die anderen mal versorgen. Also die ganzen Ashenwolves. Ne, falsch. Kaufen. Einmal für Yuri. Er hat schon ein Schwert, das passt. Er braucht noch auf jeden Fall den Bogen. Das ist auch, glaube ich, erstmal alles, was er benötigt. Ja, Stahlschwert machen wir noch nicht. Balfus braucht, ja, auf jeden Fall die Eisenaxt und... Ja, das ist recht teuer. Spare ich mir lieber mal. Ja gut, die anderen brauchen aber keine Waffen, von daher... Machen wir das mal so. Und der Du... Na gut, solange er den Kelch der Anfänge trägt, braucht er keine Fernkampfwaffen. Da habe ich den Bogen, die Handschuhe. Aber da kann ich mir überlegen, ja, da ist so ein Schwert vielleicht nicht verkehrt. Okay, dann geht's weiter mit Bataillone. Der Du hat eins. Sylvanas Frontliner könnte diese... Ne, das wollte ich nicht. Oh, ich hasse diese Sortierungsoption. Die königlichen Lanzenträger könnten sehr praktisch bei ihm sein. Und ich gebe Orga auch mal die Mönche, weil ich habe normalerweise immer... Oh nee, da geht die physische Angriffskraft runter. Das sollte dann doch jemand anders machen. Annette hat eh so eine Minimal-Support-Rolle. Deswegen, glaube ich, sind die Mönche da nicht verkehrt. Das heißt, ich brauche 1, 2, 3 auf jeden Fall. 3 Bataillone. Wie viel Geld habe ich noch? Nicht mehr so viel. Ja, dann lassen wir das mal. Wenn ich halt jetzt schon genauer wüsste, wie die anderen Charaktere so drauf sind. Also die Stärke von den Ashenwolves. Ich bin mir bei denen noch ein bisschen unsicher. Ich möchte jetzt nicht einfach, ohne guten Hintergrund zu haben, einfach mit in den Kampf mitnehmen. Erstmal ein bisschen testen. Na, warte mal, dann können wir direkt mal für... Ja, die Priesterinnen, das macht jetzt auf jeden Fall... Tut keinen weh. Dann gibt's, Angriff, der benachbarte Gegner auf deine gegenüberliegende Seite bewegt. Schüttet, nehmen wir das mal. Und dann sind alle ver... Ne, Ingrid braucht noch was. Nehmen wir mal die Soldaten. So. Dann hat jeder mal soweit ein Bataillon. Nehme ich weiter Yuri mit oder vielleicht mal Konstanz? Ich glaube, ich nehme mal Konstanz mit. Weil ich muss sagen, sie ist halt auch eine ganz gute Alternative für Dorothea, wo, die ich ja wegen hauptsächlich dann Meteor mitnehmen möchte, weil das ganz praktisch ist zu haben. Nehmen wir das... Das so... Ash ist halt auch so gerade so ein minimaler Problemkandidat, weil er braucht da definitiv noch mehr Erfahrungspunkte. Gut, schauen wir einfach mal, wie es läuft hier in dem Kampf. Let's go! Ah, wir sind wieder auf der Map. Okay, Gegner rosten wieder komplett aus. So, die greifen Survey noch zweimal an. 10 Angriffsgeschwindigkeiten, dann noch 5, ja, dann ist das mal wieder ein Fall für The Du, der das besser facetanken kann mit 10 und hier sind nur 7. Was heißt besser facetanken? Wie viel Boost gibt Frauenheld? Ja, plus 2. Also letzten Endes ist The Du trotzdem die bessere Option. So, alle auf Position mal gehen. Jawohl. Lassen wir den Angriff mal auf uns zukommen und hoffen, dass wir alles gut überstehen.
Ja gut, das war wenig Schaden. Keine Ahnung, hackt einfach Sylvain die Fresse weg, auch hier Ingrid genau dasselbe. Ich glaube, ich gehe mit... Alle mal bitte hier so ein bisschen Chip-Damage rein. Feuer zum Beispiel, ja. Reicht unter keinen Umständen. Macht aber auch nichts. Dann nehmen wir einfach den Schweifschuss und den Stahlbogen. Moment, warte mal. Ash hat doch den Spalter, ne? Reicht das? Nee, reicht leider nicht. Na dann, Schweifschuss, Stahlbogen, bisschen Erfahrungsboost vom Orga. Ja. Ich mach mir Sorgen um Ingrid. Und sie hat jetzt sogar schon Damage Boost drauf bekommen durch ihre Fähigkeit. Ja, ihr Hauptproblem ist, glaube ich, gerade einfach wirklich noch die Tatsache, dass ihr so richtig die Offensivfähigkeiten fehlen. Aber sie muss erst noch ein bisschen Level-Ups bekommen, bevor sie dann so richtig ins Rollen kommt. So, einmal so hier hin. Na gut, dann kann Ingrid mal schnell mit dem Langspeer ein bisschen... Ich habe nichts gesagt. So, Felix, jetzt vertraue ich dir voll und ganz. Enttäuschend. Sehr, sehr enttäuschend. Das funktioniert. Halleluja. Dimitri sei Dank. Das war gerade etwas... erste Runde, oder? Der Kampf geht los und schon mal so ein bisschen... alright. Ein bisschen nervös. Warum ist denn auch noch? Dass Mercedes jetzt gerade eben erst Level 3 erreicht, wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen, aber... war was auch immer. 1, 2, 3, 4. Selbe Spielchen. Anstelle aber von Heilung, von Sammelboost gibt es einmal hier ein bisschen Heilung. Ja, der Duo noch viel mehr carryen kann er eigentlich nicht. Abwarten. Diesmal sind es zum Glück nur zwei. Ich sehe schon, da oben kommt wieder ein Bogenschütze gleich. Wird spannend. Mal schauen. Oh oh. Bogenschützen sind so zum Kotzen. Na gut, er kommt gerade so nicht an die Tür ran. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei. Also alles, was hier unten steht, hat kein Problem. Ash muss wieder ein bisschen Vorarbeit leisten. Mercy einmal. Geht das? Nein, das geht nicht. So. Der Typ gegenheilen. Zwei, drei, vier. Mhm.
Wie viel Speed haben die? Auch 11, Mann, ey. Na dann, Eisenaxt, here we go. Der Eisandre macht keinen Sinn. Okay, und dann kann er auch Dedu gleich Klasse wechseln lassen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass der Bogenschütze sich vielleicht denkt, yo, greifen wir mal Olga an. Okay. Auf the Du und auf Olga. Na, ja, kriegen wir hin. Oh oh. Okay. 2% Crit-Chance und ich war sehr nervös, auf jeden Fall. Ach, scheiße, ey. Das sieht nicht gut aus. Das heißt, es sieht nicht gut aus. Es ist auf jeden Fall kritisch. Und wird schwierig, die Situation hier zu entschärfen. Ja, das wäre jetzt so eine Sache, wenn die treffen würde, wäre es super, aber... Ja, treffe erstmal. Ja, wir haben halt... Fuck, ey. Ich kann dann auch nichts two-hitten. Dimitri, auch der Charakter, der am besten, die besten Trefferchancen mit seinem Bataillon hat. Der kommt nicht ran. Dedu ist auch der Einzige, der an den rankommt. Oh, das ist ein fieser Spread. Das ist ein sehr, sehr fieser Spread. Und vor allem... Oh, Alter. Feuermagie mal... Mal zwei auch noch. Und das reicht auch nicht. Also ihr müsst halt theoretisch mit Ash jetzt gleich den anhitten. Er hat noch 19. Und der Dude kann vielleicht... Das reicht halt ganz knapp nicht aus. Das würde ausreichen dann. So, kurz mal hier. Schon, okay. Also Ash und der Dude bekommen den Kollegen weg. Also Ash muss die Vorarbeit leisten. Noch 22. Wie viel Schaden macht das mit der Axt? Macht der Spalte? 19. Also es muss der Bogen sein. Und dann die Lanze. Wie viel Schaden? Das macht 20. Und das macht 19. So, wenn Dimitri jetzt sich denkt, okay, bin gut drauf. Kein Wappen, schade. Das wäre jetzt sehr gut gewesen. Dann geht's weiter hier mit Ash. Stahlbogen. Und der... Muss treffen. Okay. Weil sonst hätte ich was burnen müssen. Also, Divine Pulse. Ja, Spalte hinterher, dann haben wir den auch weg. Sufficient. Das überlege ich gleich. Ich habe gerade noch eine andere Problematik, aber die Sylvain kommt da eh nicht an den oberen dran, also an den Bogenschützen. Und könnte dem ziemlich sicher die Fresse weghacken. Jetzt kann... Hoppla, das wollte ich nicht. Okay, Ennard kriegt den Safe weg. Yikes, das ist so viel Schaden.
Aber Annette kommt nicht daran. Aber sie kann Stärkeboost geben. Und Konstanz kann... Könnte den anhitten und dann könnte zum Beispiel Ingrid noch den Rest geben. Da hat man 18. Auch 18. Aber ziemlich sichere 18. 21, okay. Let's get this bread, würde ich mal sagen. Schaut gut aus. Ja, perfekt. Viel besser hätte es nicht laufen können. Annette erledigt den Kerl hier. Das passt so optimal. Wunderschön. Und Felix macht da oben den Sack einmal zu. Klappe zu, Affe tot. Na gut, war ja nicht so schwer. Ne? Easy.